Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann LOL. Dann drei. Das ist der Vorführeffekt, so nennt man ihn. Und damit herzlich willkommen und euch allen da draußen einen wunderschönen, frohen dritten Advent wünsche ich euch da allen. So, erstmal wieder hier wieder wunderschön hinstellen. Herzlich willkommen hier zum dritten Adventsvideo. Ich muss ein bisschen überlegen, worüber ich heute was erzählen soll. Und da ist mir doch noch eine echt witzige Geschichte eingefallen, die ich euch unbedingt erzählen muss, was mal um die Weihnachtszeit und Weihnachten und auch sogar noch nach Weihnachten passiert ist. Angefangen, warum ich überhaupt noch darauf gekommen bin, ist durch die Familie, aber auch, weil ich in meinem ersten Adventsvideo von Weihnachtsbäumen erzählt habe. Wie ihr ja wisst, bin ich dieses Jahr irgendwie nicht so ganz dafür, einen Weihnachtsbaum zu haben. Eher halt so eine Pflanze. Und alle anderen können das nicht verstehen, weil die wollen nicht nach unten schauen, so von wegen Hallo Baum, sondern Hallo Baum. Oder eben so Hallo Baum. Können sie nicht verstehen. Letztendlich habe ich mich noch, mit mir verhandeln lassen oder habe ich noch mit ihnen verhandelt und habe gesagt, okay, 1,40 darf er noch groß sein. Größer aber nicht. Und 1,50 nur, wenn diese restlichen Zentimeter die Spitze sind, wo man sowieso was abschneidet. Weil das macht man ja so ein bisschen normalerweise. Ich sag mal, damit bin ich zufrieden. Ich werde nicht so schmücken. Ich weiß nicht warum. Ich bin dieses Jahr halt einfach nicht so dafür. Das Feuerzeug lege ich mal hier beiseite. Zuerst kann ich euch ja hier was Cooles zeigen. Wo ihr jetzt auch, lasst mich überlegen, ihr dürftet jetzt in den nächsten Tagen oder nächste Woche. Nächste Woche seht ihr ein Video, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre, weil ich das ja noch in Planung habe. Das hier, meine Freunde, ist ein Ring. Und zwar aus einer Serie. Ich weiß jetzt nicht, konnte man es erkennen? Ich halte ihn nochmal in die Kamera. Da ist ein... Na, fokust er? Da ist D, genau. Da ist ein D für Damon Salvatore. Für die, die wissen, welcher Name das ist, dann wisst ihr, was für einen Ring ich hier habe. Und ich trage ihn auf den kleinen Finger, weil meine anderen Finger zu dick sind. Und hier hält er sogar gut. Der rutscht nicht ab und hält trotzdem gut. Ich habe echt dicke Finger. Ich möchte aber jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, was ich ja erzählt habe mit den Weihnachtsbäumen. Genau. Ich sag mal, es ist so sechs, sieben Jahre her. 2010 oder 11 war es. Da war es so... ich war da demzufolge, lasst mich eben überlegen, 14 oder 15 demzufolge. Ich erinnere mich sogar noch daran. Ich musste erst nur wieder drauf gebracht werden und dann habe ich auch wieder alles sofort rekonstruiert. Es war nämlich so, dass man gemeinsam einen Weihnachtsbaum ausgesucht hat. Beziehungsweise ich war da nicht mit bei, aber man hat halt einen Weihnachtsbaum ausgesucht. Und man war schon ein bisschen skeptisch, weil er büschelig war, jetzt so gesehen. Aber irgendwie war da was komisch. Trotzdem sah er doch schön aus. Naja, aber erst als man mit dem Baum hier zu Hause bei uns war, ist halt etwas aufgefallen, denn... Auf einmal lagen auf dem Boden Nadeln. Aber echt nur wenig. Und dann dachte man, okay, alles gut. Und dann sind keine mehr abgefallen. Dann sind echt keine mehr abgefallen. Und einen Tag vor Heiligabend hat man ihn zwei Tage hat man ihn hingestellt, sodass man ihn einen Tag vor Heiligabend schön schmücken konnte. Die Teller standen schon darunter. Und dann hat sich meine Mutter gewundert und meinte so, warum sind die Teller, also die Süßigkeiten-Teller, eben so gesehen, warum sind denn die grün? Ohne
ohne Witz, die Nadeln unten sind alle abgefallen, ohne dass man was berührt hat, sondern eben nur durchs alleinige Hinstellen und irgendwie noch mit einer gewissen Zeit danach. Ja, meine Mutter reagiert, hat erstmal die Teller weggenommen, hat das Grüne weggemacht, nochmal etwas weiter nach vorne hingestellt und dann war alles gut. Aber ihr ist aufgefallen, weil sie einmal so leicht den Baum berührt hat, dass an dieser Stelle sofort die Nadeln abgefallen sind. Sofort an dieser Stelle. Naja, Heiligabend hat man halt so gut wie es geht, erinnere ich mich noch dran, vermieden, den Baum anzufassen. Damals war ich noch so in einer Phase, deswegen erinnere ich mich noch dran. Ich habe mich immer als Weihnachtsmann verkleidet. Und wenn ihr das wollt, nächste Woche am 4. Advent, sprich Heiligabend, geht den Daumen nach oben und schreibt sonst Weihnachtsmann Daniel oder Hashtag Daniel the Christmas oder Christmas Top irgendwie sonst in die Kommentare. Denkt euch da was aus, wenn ihr wollt, dass ich ein Weihnachtskostüm tragen soll. Bin ich mal gespannt, ob da die Resonanz gut ist. Ansonsten sitze ich halt nur hier mit meiner Mütze. Jedenfalls, Heiligabend war schön. Alles war gut. Und jetzt kommt das, was nach Heiligabend passiert ist. Nämlich so um den 5.6. rum. Da entfernen wir nämlich immer den Weihnachtsbaum. Nimm alles ab, ebenso von Kugeln und allem her. Und haben den dann halt geworfen, mal eben erstmal raus, um den dann halt an die Straße zu bringen. Naja, jedenfalls, man fässt den Baum an und man wusste, der nagelt, man hat den schon leicht angefasst, Nadeln sind gefallen, und als er den runterwarf, war es nur noch ein Stamm, denn alle Nadeln lagen verteilt in unserer Wohnung. Ungelogen, man hatte nur noch den Stamm in der Hand. Also das muss einem erstmal bewusst werden. Man kauft einen Weihnachtsbaum, der nur nadelt. Naja, und das ist doch auch mal wieder ein Grund. Oh, ich hoffe nicht. So, nicht, dass da ins Feuer kommt. Deswegen so, oh. Nee, und deswegen bin ich halt auch dieses Jahr nicht so für einen Baum. Keine Ahnung, ich sag mal, gewisse Einstellungen entwickelt man einfach mit der Zeit. Ich denke, jeder Mensch hat gewisse Einstellungen zu verschiedenen Themen, sei es halt um was Traditionelles, sei es um Feiertage, sei es um Essen, was man vielleicht lange gegessen hat oder nicht gegessen hat, mag man auf einmal oder mag man nicht mehr und das bleibt dann auch so, oder dass man generell gewisse Sachen, Tage oder öffentliche Plätze gar meidet. Weil ich bin zum Beispiel so einer, ich glaube, aber ich habe schon mal erzählt, ich gehe nie, wirklich nie an einem Freitag, den 13. raus. Ich bleibe immer hier. Ich bin da echt, oh. Ja, ich bin da schlimm bei solchen Sachen. Also ich bin ein bisschen abergläubisch, würde ich mal behaupten. Ein bisschen. Jetzt nicht so exzessiv wie andere, aber ein bisschen. Und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr irgendwie abergläubisch in irgendeiner Richtung? Und habt ihr schon euren Weihnachtsbaum? Würde mich mal sehr, sehr gern interessieren. Und ja, in einer Woche ist es soweit. Da ist der 4. Advent, / Heiligabend an einem Tag. Seit vielen Jahren mal wieder. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so war. Und ich nehme jetzt nochmal diesen wunderschönen Kranz in die Hand. Bin jetzt im Roten erleuchtet und ich wünsche euch nochmal einen wunderschönen 3. Advent und sage damit Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.